Yo, 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 was geht ab? Was geht ab? Herzlich willkommen, Black Bros Kanal, Digga. Yeah. Mois hat hier einen dicken Stream gemacht, wo er Ansagen an Farid Bang und andere Leute rausgehauen hat. Wir gucken uns das Ganze an, Digga, ne? Hauptding ist natürlich Farid Bang, weil Farid Bang ihn hier. Digga, dass diese Sache so aus dem Maße genommen hat, ist so crazy, Digga. Das einfach, Digga, Farid Bang hat einfach jetzt Mois so. Digga, das ist crazy, Bro. Das ist crazy, Chat. Richtig geopfert hat hier. Yeah. Und wir gucken uns das Ganze an, Digga. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, aktiviert die Glocke. Wir gehen rein. Und Mois, für alle, die sich fragen, was wir hier machen. Wir sind in Griechenland. Wir sind gerade auf Kreta. Schaut euch die Roomtours an, die auf unserem Kanal sind. Deswegen abonnieren. Wir gehen rein. Wir gehen rein, Digga. Let's go. Digga, und ihr glaubt an mich. Wisst ihr, wie ich meine? Meine eigene Frau glaubt nicht an mich. Mein eigener Ex-Frau, Digga, ist doch vorbei, Digga. Er muss auch langsam akzeptieren, ja, Digga, ja, dass es vorbei Frau, ist. Frau ist crazy. Du musst dich immer zurück, doch, ne? Doch, weil du immer einen Sitz einfach schockst. Egal. Ich mach immer. Meine eigene Frau glaubt nicht an mich. Mein eigener Vater und meine Mutter glauben nicht an mich. Meine eigenen Brüder glauben nicht an mich. Aber ihr glaubt an mich und ihr seid fremd. Ich liebe euch. Wirklich. Und ich. Korrekt, Digga, korrekt, ehrlich, dass er das, an seine Schau glaubt. Ist schön, ja, dass sie an ihn glauben, Digga. Und Digga, er liebt. Und dies hier ist meine wahre letzte Aktion. Ein Volltreffer. Er liebt ja, ne, es gibt auch halt seine Zuschauer, Digga. Dass sie halt immer hinter ihm stehen und so. Für euch mein Herz geben, meine Seele geben und alles, was es gibt, geben. Damit ihr seht, was sie sind. Damit ihr seht, wie sie sind. Damit ihr seht, was ich durchmachen musste. Ich liebe euch. Und ohne euch wäre ich. Ich schwöre bei Gott. Das ist eine harte Aussage, Digga. Ohne seine Zuschauer wäre er jetzt, Digga, ins Gras gebissen. Das ist crazy. Herz. Es ist schon durchgehalten. Wir haben schon gewonnen. No. Wir haben über 2000 Songs. Gewonnen ist das ganze Ding noch nicht, Digga. Das ganze Ding geht ja auch noch lang, ne? Also die Liste ist ja safe lang von Leuten, die Mäuse auf dem Tisch. Ich schwöre, das wird so lange noch gehen, Bro. Das wird so lange gehen, weil er gegen so viele Leute geschossen hat, Bro. Das ist crazy. Digga, die ehrlich. Frage, die ich mir stelle, ist, wenn Mäuse sagt, dass er gewonnen hat, wer ist dann der Verlierer? Hm? Über 150.000 Sounds, wo ich zu meiner Ex sage. Farid hat angebissen, Kollege hat angebissen, San Diego hat angebissen, niemand hat angebissen, Shirin David hat angebissen. Nemo, was hat Nemo gesagt, Digga? Das mit Nemo habe ich nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein, ja? Hab ich auch nicht gesehen. Aber krass, ja, seine Liste ist lang. Ja, Digga, Mois ist auf jeden Fall, der hakt gerade alles ab, Digga, ne? Farid, Antwort, abgehakt. Kollege, Antwort, abgehakt. Ja, der versucht so halt einfach alle zu provozieren, ja, ja, und so, ja, ja, und wer anbeißt, beißt halt anders. Ja, ja, safe. Jetzt, sie haben alle ihren Zug gemacht, aber ich nicht. Was? Wie du nicht? Er hat doch angefangen, er hat doch als erstes den Zug gemacht. Er ist der Big Player, Digga, er hat noch keinen Zug gemacht, Digga, das ist auch crazy. Und von mir wurden nur 9 Millionen Abonnenten gelöscht, oder? Nur. Warum? Warum postet Farid erst über mich, nachdem er meine Accounts löschen lässt? Ich liebe dich, Timo. Also, er sagt, Farid hat gelöscht, er sagt, Sunny hat gelöscht, er sagt, seine Ex. Jeder hat gelöscht, Digga, nur Instagram ist nicht dafür verantwortlich, dass seine Accounts gesperrt sind, Digga, ne? Ja, oder mal, die anderen Plattformen. Auch mal AGBs, weil er sich nicht an die Richtlinien hält, genau, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Auch mal durchlesen. Timo, du bist ein Mann. Wegen euch werde ich meine Kontrolle verlieren. Schwör bei Gott, ich liebe euch, Mann, Alter. Wenigstens gibt's euch. Ich schwöre, hätte ich euch nicht. Guck mal, der Typ, obwohl ich 100-mal ihn verlinkt habe, als ich noch Instagram hatte, weil er weiß, seine Abonnenten sind gekauft, seine Story-Views sind gekauft, alles ist gekauft. Aber ich werde jeden Tag gelöscht und ich mache trotzdem 10 Millionen Klicks am Tag, weil er Angst davor hatte. Vincent, ich liebe dich, Mann. 10 Millionen Klicks am Tag, ist auch crazy. Ja, rein, aber mal, er will einfach nur damit sagen, dass egal wie viele Accounts gelöscht sind und er neue macht, Digga, dass er immer noch die gleichen, genau, Zahlen spielt, ne? Und die Leute sich dafür interessieren. Ich weiß gar nicht, hat der aktuell einen neuen Account? Wie heißt der, Digga? Ich muss sagen, ich bin gerade in Instagram bei ihm gar nicht drin, Digga. Ich sehe nur auf TikTok und auf YouTube, wenn Leute was hochladen dazu. Ja, aber sonst gar nicht. Und am besten ist, ihr guckt auch auf YouTube bei uns, Digga, Black Bros Abo lassen. Alle Angst davor hatten. Sie lassen sogar meine zweiten kleinen Accounts löschen, weil sie sogar vor den kleinen Accounts Angst haben. Und dann erst crazy, heute, ne? Postet er das mit so crazy einem Chir. So klein ist sein Chir. Verstehst du, Bruder? Ey. Ich schwöre, ich hab Angst. Bruder, was war gerade in ihm drinnen, Digga? Ja, irgendwas, Alter, ist in ihn reingekommen gerade, Digga. Offiziell. Kampf mit Dämonen. Vor mir.
von mir selber. Ich bin raus aus Deutschland, damit ich niemanden so... Vor mir hat keine Angst, okay? Aber ich habe vor mir Angst, okay? Ich habe vor mir Angst, Bro. Sorry. Jeder Einzelne, der mich jetzt unterstützt. Ich schwöre es, wir werden Geschichte schreiben. Ich schwöre es, jeden, der auf dieser Seite von denen ist, wird unten sein. Ey, man muss sagen, ehrlich, Mois hat für mich schon eine Geschichte geschrieben. Er hat wirklich Geschichte. Sowas, was Mois jetzt gemacht hat, gab es noch nie. Er hat halt wirklich Geschichte geschrieben, Digga. Also was er abgezogen hat, ist verrückt. Das ist wirklich, das ist geistkrank. Nee, in YouTube Deutschland. Ich weiß nicht mal, ob es international sowas gemacht gab. International. Das ist crazy. Das ist schon Next Level Trip, Digga. Er hat wirklich Geschichte geschrieben, muss man ihm offiziell geben. Aber ob positiv oder negativ, muss dann jeder für sich entscheiden. Negativ auf jeden Fall. Ich schwöre euch, sie hätten mich nicht hier lassen dürfen. Sie hätten mich bei meinen Reactions lassen sollen und mir kein Gesicht geben. Verstehst du? Aber ihr habt mich als Gegner akzeptiert. Okay? 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 Und größer als dir gibt es niemanden. Die Lüge ist sehr süß im ersten Geschmack und bitter im Nachgeschmack. Die Wahrheit ist sehr bitter am Anfang und sehr süß im Nachgeschmack, Bro. Poet, ja. Poet. Wir haben schon alles hochgenommen. Der härteste Rapper Deutschlands, der immerhin deine Mutter sagt, der härteste Rapper in Deutschland hat erst Sack gegen mich was zu sagen, nachdem er all meine Accounts sperren lässt. Das sind sie. Und wir können das alles easy klären. Sparring. Farid, komm zum Sparring. Oder ich komme. Wohin du willst, Farid. Was? Kampf. Das ist crazy. Ohne Geld und live. Ungeschnitten. Bei Gott. Was sagt ihr? Wer würde Sparring gewinnen? Farid Bang oder Mois? Aber ich muss auch sagen, Mois ist viel weniger aktuell als Farid. Ne? Und ich weiß auch gar nicht, wie groß Mois ist, Digga. Also ich sage, Mois kann safe kämpfen, so, aber... Ja, ich glaube auch, dass er kämpfen kann, Digga. Aber ja, Farid ist auch, glaube ich, ein harter Brocken, Digga. Ne? Ihn zu knocken wäre, glaube ich, nicht so einfach. Ich glaube auch nicht. Okay, ich bin auf jeder Drip, was man nehmen kann, deswegen ohne Tests. Aber komm in den Ring, Farid, bitte. Ich bin auf jeden Drip, den man nehmen kann, Digga. Er gibt gerade offiziell zu, dass er alles zu sich nimmt und deswegen macht ein Test nicht Sinn, Digga. Okay, ja. Das ist auch unfair, Digga, ne? Also der bezeugt seine Sinne mit allem, was es gibt, Digga, und dann will er gegen jemanden kämpfen, der das nicht macht. Das geht nicht. Das ist aber crazy. Manche in den Kommentaren sehen das ja an den Pupillen. Ich sehe das zum Beispiel nicht immer, aber manchmal sieht man das. Aber ich habe schon Momente bei Mois hat man gesehen, der ist nicht auf Mois. Immer, Digga. Der Typ ist immer 24-7, glaube ich. Komm in den Ring, Farid. Komm so in den Ring, Bro. Digga. Komm, Sparring. Du bist MMA, Bro, Farid. Du bist der Härteste. Komm. Drip mich weg. Drip mich weg, Bruder. Du bist doch hart. Hör auf, Promo zu machen für eure Diss-Tracks. Es geht nicht um Diss-Tracks. Es geht um das. Digga. Komm. Dog. Digga. Farid, komm. Dog. Komm. Marokkanischer. Komm, Farid. Wir haben halbe Million hier voll. Machen wir eins voll. Ich bleib ruhig, okay? Ihr habt recht. Ihr habt recht. Ich muss mich kontrollieren. Ja, er kann sich nicht kontrollieren. Man merkt das. Digga. Er redet immer von Kontrollieren, aber er ist der Letzte, der sich kontrollieren kann, Digga. Das ist so crazy, Digga. Ich muss mich kontrollieren. Farid, hast du Sounds, wo du deine Ex sagst, die 150.000 Sounds benutzen? Und an jeden unserer Feinde. Ich finde das richtig cool, ne? Das ist auch heftig. Würde keine haben und sie nicht verstehen, dass wir alle eins sind. Nicht gönnen und neidisch sind. Nicht verstehen, dass ich meine Kinder verloren habe und meine Frau. Und erst vor einem Monat rausgefunden habe, dass die so ist, wie sie ist. Und darauf wollen alle Rapper jetzt Promo machen. Darauf wollen jetzt alle Promo machen. Auf meine Kinder. Ein Farid, ein Kollege, ein Sunny. Wie kann man so sein? Und ihr denkt, ich lasse das einfach so? Es geht nicht um Reichweite. Ich nehme an. Es geht nur um Reichweite irgendwie. Nur. Was ihr habt. Weil ihr habt alles genommen, was ich hab. Und du bist Freund von Sunny, Farid. Ihr habt jeden Abend telefoniert. Nur deswegen. Farid, as Hanan. Frag jeden Tschetschener, den du kennst, was ich gerade sage. Was heißt das? Wenn ein Tschetschener gibt, bitte einmal. Übersetz einmal auf, Greg, Bro. Übersetz mal bitte. Lern Tschetschenisch, damit du weißt, was ich zu dir sage.
Jetzt hört man zu. Er sagt, frag einen Tschetschener aus. Das heißt, jetzt sagt er, lernt Tschetschenisch. Der weiß nicht, was er will. Wirklich. Okay, ich chill jetzt, der hat ein bisschen Angst bekommen, ne? Digga, seid mal ehrlich, dieser Typ ist so durch, Digga. Boah. Und er denkt halt wirklich, er ist normal, Digga. Ey, ich kann also das. Ich sag wirklich ehrlich, was aktuell, was der abzieht, Bruder, das ist crazy. Warum? So. Guck mal, ich will nicht lachen, weil das eigentlich traurig ist, Bruder, aber darüber kann man nur noch lachen, weil so, krieg dich doch mal ein, ja? Reicht doch. Das Bro, jeden Tag eine Ansage gegen jemand anderes. Jetzt hat Farid mal geantwortet, der ist jetzt richtig glücklich darüber, dass immer jemand richtig geantwortet hat. Ohne Gute Besserung, sondern richtig mit Video. Weil Farid hat auch Bock auf diese Competition. Das ist das Ding, Farid hat Bock und deswegen werden wir unterhalten und ihr werdet von uns unterhalten. Deswegen abonniert uns, es wird unnormal witzig. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt.